Joe's Bros beim Ringen, Leute. Willkommen. Alles gut, war bei dir? Dienstags und freitags haben wir von 17 bis 20 Uhr immer Training. Dienstags in der Reiterschule, freitags in der COD-Halle. So, und samstags in der TKW-Halle von 10 bis 12 Uhr für alle. Ne? Falls mal einer Interesse hat. Willkommen bei Joe's Bros. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge bei Joe's Bros. Und zwar bin ich heute am Ringertraining. Heute liegt am Ringertraining, Jungs, bei Juri Baron. Wir kennen uns schon seit 27, 20 Jahren kennen wir uns jetzt schon. Ja, damals hat mich noch sein Vater trainiert. Irgendwann habe ich mit dem Ring aufgehört und jetzt nach 20 Jahren stehe ich wieder hier. Back to the roots. Back to the roots. So, was sagst du, Juri? Yassin hat mich schon zum Schwitzen gebracht. Ja, geil. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen mehr aus dem rausgezählt. Er wird euch noch ein bisschen mehr rausgezählt. Ja, ich freue mich schon drauf. Dann würde ich sagen, Leute, ich will gar nicht viel drumherum reden. Juri, ready? Ready. Wir sind ready. Bis gleich, Freunde. Danke. Bis gleich. Ey, Leute, erst kommt Lauftraining. Dann mit eigenem Körpergewicht Klimmzugtraining, dann nochmal zurücklaufen, dann Ringertraining und nach dem Ringertraining will er nochmal Krafttraining machen. Also ich weiß gar nicht, wie ich das alles hinbekommen soll, aber ja, ich bin gespannt. Das wird schon. Hast du das Tempo? Ja, geht noch, sagst du, oder? Let's go. Das ist Valentin Zimpfer, Vize-Deutscher Meister im Jiu-Jitsu, ne? Wir Sachsenmeister im Ring in den beiden Stilarten. Ne? Alle fit. Bis auf die Knochen. Auf den nächsten. Probier einfach, Bruder, wenn es nicht geht, wie gesagt. Nee, andersrum. Andersrum. Genau. Wenn es nicht geht. Jawohl, guck mal, siehst du? Wisst ihr, warum er das noch kann? Weil er vor 20 Jahren beim Ring war. So sieht's aus. Jetzt wird's schon schwieriger. Ja, komm. Super, und jetzt nimm die Beine dazu. Jawohl. Arme strecken und bis zur Brust hoch. Jawohl. Also, weiter geht's. Prima. 10 reichen. Danach der nächste. War schon alle? Super, David. Hervorragend. Super. Schön auch schön die Arme. Sauber. Klasse. So, Jungs, Bizeps, Hände zusammen. Ja. Hopp. Jungs, so hoch, dass das Kinn über die Stange geht. Super. Hopp. Prima. Drei. Bist du nicht der aus dem Budox-Video? Alter. Mach bei mir Punkt. Noch ein, das reicht dann. Ja, sonst wird zu viel. Leute, mein Arm, als wenn ich jetzt schon so stehen muss. Ich kann die kaum mehr auseinandernehmen. Heftig. Morgen ist am Freitag, als der Tür steht. Zeig mal. David, pass auf. Das nennt sich Jumping Squats, Frog Squats, ja. Wir springen von der weißen Linie bis zur mittelweißen Linie. Und dann sprinten wir zurück. Ja? Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich sag's dir, eine effektivere Quadrizepsübung gibt es nicht. Let's go! I like it.
Sagst du, bist du ready? Das ist ein Lauf. Ich fühle meine Beine. Lauf. Zack. Kann ich gehen? Sprinten. Sauber. So, Freunde, das ist die Halle, wo ich angefangen habe mit dem Ring. Vor ungefähr 20 Jahren. Das typische Ringerhotel. Ich hole mir das wichtigste Utensil heute für ihn rein. Warte mal. Da bin ich gespannt. Okay. Hey, selten unbenutzt. Kampf ist vorbei. Ne? Machen wir einen Drehschwung, geht immer weg in die Ecke. Drehschwung, ne? Kopf festhalten. Ja, genau. Machen wir Kopfklammer. Alles Grifftraining vom Stand in den Boden in die Rückenlage. Dafür gibt es immer Wertungspunkte. Und bei 10-0 oder 12-2 oder 15-5, bei 10 Punkten Unterschied ist der Kampf per technische K.O. beendet. Ring ist teilweise sogar wie Schachspiel. Ne? Du musst deinen Gegner lesen können. Du musst Techniken, die dein Gegner anwenden will, vorab erkennen, lesen und Alternativen und Kontraktionen schon mal parat halten. Ne? Die Kampf dauert 6 Minuten, 2x3 Minuten, nach 3 Minuten gibt es 30 Sekunden
Erholungspause. Sieht's aus, Bro? Hey, Freunde, ich krieg echt kaum Wörter mal raus. Ihr seht selber, trotzdem konnte ich gut durchziehen. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, das ist nochmal anders, nochmal körperlich anstrengender. Nach den Sprüngen auf dem Sportplatz, da ging gar nichts mehr. Die Arme nach den Klimmzügen, merke ich nicht mehr, kann ich kaum mehr hochheben. Ja, ich bin krank. Respekt auf jeden Fall, stark. Willst du eine Runde mitmachen? Walle. Du machst eine Runde gegen David. Was wiegst du? 58. 158. 103. Man kann seine Kraft als 58 Kilo Typ verdoppeln, wenn man weiß wie. Ja. Ne? Geht mal in die Mitte. David, solange es geht, wenn es nicht mehr geht, kannst du Bescheid. Ne? Check it. Und komm. Durch einen gewissen Fitnesslevel kann man die Gewichtsvorteile des Gegners egalisieren, ne? Ausgleichen. Ne? Und runter, Walle. Und weiter. Ein Fuß ist noch und geht der Gegner noch. Weiter geht's. Zeig. Kurz, Freunde, nochmal habe ich gerade dazu schon gesagt, 16 Jahre alt, 58 Kilo, ich wiege fast das Doppelte. Und ich dachte mir jetzt erst, okay, ich ziehe ein bisschen zu mir, ich werfe ein bisschen, aber krank. Als wenn er hat mich gezogen, 100 Kilo hat er mich zu sich gezogen, als wenn ich nichts wäre. Ja. So, mal. 16 Jahre, 58 Kilo. Ja, wie lange bist du noch mal beim Ring? 11 Jahre, 10 Jahre. Verpasst kein Training. Der Bruder ist auch noch hier, trainiert bei den Kleinen. Mach doch, der hatte 58 Kilo. Der hat 100 noch was. Weißt du, was er mit dir macht, Junge? Der macht dich zu seiner Frau. So, die haben ein sehr ähnliches Körpergewicht, die zwei. Aber die Qualitätsunterschiede erkennen, ne? Freunde, ne? Jetzt zeige ich euch mal, ich habe Spaß gemacht. Ne? Komm, habt ihr gesehen, ne? Allen. Neue Belastung, neue Druck. Ja, allen geht so. Aber ich muss ehrlich sagen, keiner hat so durchgezogen wie er. Das so, er fällt hin, steht sofort wieder auf, ja. Junge. Steh auf, Männchen, Junge. Stabil. Echt. Was, Bruder?
Nein, Digga, die ist draußen. Nee, ich sehe das von hier, Digga. Er wird sich gerade das Training sein Leben lang. Joe ist fertig für heute. Und Leute, egal wer denkt, ich bin einfach nur so kaputt, weil ich nicht sportlich drauf bin. Kommt selber her, Tega Venimburg. Gebt euch das Training. Macht die Ringer-Challenge. Macht die Ringer-Challenge, ne? Und kommt vorbei. Naja. Alex. 90% besteht auf Bizeps. So Freunde, das Training ist zu Ende. Ich muss sagen, es war einfach zu hart. Ich habe mir schon vorgestellt, dass es hart wird, aber dass es so hart wird, habe ich nicht mehr gedacht. Ich muss sagen, okay, ich bin auch bei einem ehemaligen Bundesliga-Ringer. Ja. Du kannst mir vielleicht dazu noch mal was erzählen. Du hast ja auch in der Bundesliga gerungen, das haben wir noch nicht ganz so erwähnt. Genau, ich habe 16 Jahre Bundesliga gerungen und über 20 Mal hier Sachsenmeister, mehrfacher norddeutscher Meister, mitteldeutscher Meister, mehrfacher Medaillengewinner auf deutscher Ebene. Und wir haben schon wirklich alle Aspekte hier in unser Ringertraining mit eingebaut. Schnellkraft, Technik, Ausdauerringen. Ne, alles, was wir so in allen Mannschaften aufgenommen haben und kennengelernt haben, haben wir hier in unser Training mit integriert. Und deswegen, das war schon immer hart, aber seit einigen Jahren sind wir ganz, ganz vorne mit dabei, hier Sachsen umgeschlagen.
Und, aber ich muss ehrlich sagen, ey, David, ey, ohne Scheiß, also, du bist halt echt über dich hinausgewachsen. Ey. Also gibt die wenigsten, die bis zum Kotzen trainieren, Nummer 1, und nach dem Kotzen auch noch weiter trainieren. Das ist schon wirklich, also zeigt Charakter, zeigt Herz, Alter. Ne? Also hast echt eiskalt durchgezogen. Du bist heute ein bisschen über dich hinausgewachsen, Alter, und auch über deine Grenzen hinausgegangen. Ne? Also das muss man nicht unbedingt, aber er ist halt jemand, der auch auf die harte Tour steht, Alter. Ne? Ja. Und also Respekt dafür. Was ich auch nochmal sagen muss, auch Respekt nochmal an das ganze Team. Ich meine, die haben die letzte Übung, haben die so gemacht, als wenn es noch die erste Übung ist. Und da muss ich sagen, krass. Ja, die Jungs sind schon top stark, wirklich. Die sind sehr gut dabei und wir haben ja auch eine gewisse Disziplin im Training. Also da kann man nicht irgendwie aufgeben oder so. Wenn du aufhörst, dann wird erst recht doppelt nachgezogen. Immer wenn einer aufhören wollte, dann kam der irgendwie von der Seite. Und deswegen, also wir legen da sehr viel Wert auf Qualität und auch auf Kompetenz. Und bei uns zieht jeder durch. Ne, ob er kann oder nicht kann, Digga, wir pushen ihn zu seinem Ziel. Egal was er will. Ob er abnehmen will, ob er fitter werden will, ob er Technik aufbauen will. Wir supporten ganzheitlich. Das ist auch ein ganz, ganz klarer Wachstum. Absolut. Von meinen Zehen bis zu meiner Nase. Sogar die Ohren kriegen diese Karte. Ganz genau, ganz genau. Also, falls jemand Bock hat, mal beim Ringen mitzumachen, ihr müsst keine Weltklasse-Ringer werden, aber ihr könnt. Wir haben sehr, sehr viele, die nur zum Ringertraining kommen, um sich fit zu halten, fit zu machen. Die machen dann das Aufwärmprogramm mit unser Krafttraining und dann, sobald wir anfangen mit Sparring, gehen sie duschen, hauen ab. Gar kein Problem, aber gar kein Problem mit. Ne? Und wir laden hiermit herzlich jeden ein, der Bock hat, sich fit zu machen, ne? No problem. Perfekt. Ne? Würde ich sagen, lass nochmal ganz viel Liebe bei Juri Baron da auf seiner Seite. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Ja, Mann. Da haben wir noch wahrscheinlich was anderes vor. Auf jeden Fall. Das wird noch auf euch zukommen. Seid gespannt, Freunde. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. War ein mega geiles Training. Ich muss sagen, ich bin heute gefühlt 5 Kilo leichter geworden. Übermorgen kommst du dir doppelt so schwer. Übermorgen komme ich mir doppelt so schwer vor. Ja. Freue mich schon drauf. Eiskalt durchgezogen. So, und nochmal danke an das ganze Team von PKW. War eine geile Session, geiles Training nochmal. Ich danke dir. Mit Herz. Bis dann, Freunde. Euer Joe, euer Juri.